Katharina? Also ich habe mit dem Fußball angefangen, weil meine Brüder bereits vor mir schon im Verein gespielt haben und ich habe zu Hause mit denen immer gekickt. Ich habe im Alter von 5 Jahren damit angefangen und irgendwann kam dann auch der Zeitpunkt für mich, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt auch mal mit auf den Sportplatz gehen und da hat der Trainer mich dann auch gefragt, weil ich am Rand nebenbei so ein bisschen gekickt habe, ob ich nicht Lust hätte, eine Trainingseinheit mitzumachen. Und da habe ich natürlich sofort zugesagt. Und nach dem Training ist der Trainer zu meinen Eltern hingegangen und hat gemeint, ja, die Kleine hat Potenzial, Talent, ob sie nicht Lust hätte anzufangen. Und das war dann eigentlich so der Beginn meiner Fußballkarriere. Jetzt hast du noch eine Frage, auch glaube ich an die Katharina, ne? Ja, wie bist du zu Bayern gekommen? Wie bin ich zu Bayern gekommen? Also ich habe einen Anruf von der Trainerin gekriegt, damals noch die Sissi Reit. Die kannte mich anscheinend auch schon von der Bayern-Auswahl. Da hatten wir ein Spiel gehabt. Die Mannschaft weiß ich jetzt nicht mehr, aber das war in Oberaching gewesen. Und da war die Sissi Reit auch zum Zuschauen und hat eben nach 2 Minuten anscheinend schon gefragt, wer das Mädel da ist. Und dann wurde mein Name genannt und als dann auch in Umlauf gekommen ist, dass ich auf dem Weg bin in die zweite Bundesliga, kam dann plötzlich ein Anruf vom FC Bayern München und habe ein Angebot bekommen. Und da es schon immer mein Traum war, habe ich natürlich nicht lange überlegen brauchen und habe gleich zugesagt. In die Bayern-Auswahl gekommen, da war aber noch ein bisschen was davor. Ich frage das aus dem Grund, weil wir haben ja hier sehr viele junge Spielerinnen, die einen ähnlichen Weg vor sich haben können, die aber auch gezeigt bekommen können von dir als auch von Elena, wie es gehen könnte. Wie war das da bei dir, bevor es zur Bayern-Auswahl kam? Also wie gesagt, ich habe ja beim Post des VfB Siebensee Würzburg begonnen, habe da bei den Jungs von der F-Jugend bis hoch zur C-Jugend gespielt und bin dann zu der Mädchenabteilung rüber gewechselt und da habe ich dann in der Bezirksauswahl bei den Mädchen gespielt und zugleich bei der Kreisauswahl Würzburg bei den Jungs mit meinem damaligen Trainer Herr Reitstetter und da hat das dann alles seinen Verlauf genommen. Es gab damals einen großen Talentsichtungstag in Leinach, wo die Trainer die Möglichkeit hatten, ihre Talente anzumelden. Und aus diesen vielen Anmeldungen und Spielern, die da waren, wurde dann letztendlich nach vielen Lehrgängen und Maßnahmen eine Kreisauswahl gebildet. Und so hat es dann seinen Verlauf genommen. Bei der Bezirksauswahl Mädchen ging es dann weiter mit einem Bezirksauswahlturnier in Oberhaching, wo Sichter dann von der Bayern-Auswahl mit dabei waren, die sich die Spielerinnen, die durch gute Leistung aufgefallen sind, notiert hatten. Und da ging es dann einen ähnlichen Verlauf, da wurden wieder eine Vielzahl von Spielerinnen eingeladen und die Besten dann zu einem Kader von 18 Mann zusammengeschlossen. Und diese Bayern-Auswahl, die spielt dann einmal jährlich in Duisburg um die deutsche Meisterschaft und dort sind Sichter von dem DFB vertreten, die dann ihre Notizen machen, wiederum über Spielerinnen, die durch sehr gute Leistung auffallen, diese dann zu den Lehrgängen einzuladen. Und so habe ich den Verlauf genommen über die U15-Auswahl, die U17, U19, U20, die U23 und letztes Jahr dann mein Debüt gegeben in der A-Nationalmannschaft. Und das ist, wie ich gehört habe, auch recht positiv ausgefallen. Ich stehe auf dem Platz, da passiert eine ganze Menge in einem. Da ist man aufgeregt, denke ich. Wie war das bei dir? Ich glaube, nicht viel anders wie bei jedem anderen Spieler auch, der zu so einem großen Verein kommt wie den FC Bayern München. Also ich kann mich heute noch an mein erstes Spiel erinnern, als ich dann wirklich im Trikot aufgelaufen bin. Und ja, mein Herz hat... Ich konnte die Schläge nicht zählen, weil das war einfach unbeschreiblich. Also ich war natürlich sehr nervös gewesen, aber zugleich habe ich mich auch drauf gefreut, weil das war das, was ich in meinem Leben schon immer erreichen wollte, für diesen Verein zu spielen und das war atemberaubend.